Hallo, meine lieben Ananäschen, und willkommen zurück beim Sweet Amoris Oster-Event von 2020. Unser dritter Charakter ist Rayan, und ich freue mich natürlich riesig, auch wenn man es mir nicht anmerkt. Nein, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass gerade bei Rayan irgendwie der Umgang mit Kindern sehr lustig werden könnte. Naja, starten wir einfach, bevor ich mich jetzt wieder in irgendwelche Schwulitäten brabbel. Bereit für die Ostereiersuche. Die beiden kommen sich ja gleich schon und wir haben noch nicht alle Schokoladenhühner versteckt. Panik! Keine Sorge, das ist schnell erledigt. Meinst du? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es den ganzen Tag dauern wird. Kommt Lei auch mit? Nein, nur Rosa und Tia. Sie kommen zum Nachmittagstee. Wo ich mir allerdings die Frage stelle, gibt es schon ein neues Modell von Lei? Oder gibt es das vielleicht noch nicht? Und dauert das deswegen noch? Super. Meine letzte Ostereiersuche ist wirklich schon Jahre her. Genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Aber das glaube ich dir gern. Was hat denn dieser ironische Tonfall zu bedeuten? Ich fühle mich uralt, wenn du so redest. Naja, mein Lieber. Also, der Jüngste bist du jetzt nicht mehr. Da hast du doch sicher auch zum letzten Mal Ostereier gesucht, als du noch ein Kind warst, oder? Ja, also. meine Mutter. Bisschen lustig. Hat auch, als ich schon größer war, jedes Jahr weiter Ostereier versteckt und meinen Vater und mich gezwungen, danach zu suchen. Das ist ja süß. Naja. Gut, dann lass uns jetzt keine Zeit verlieren. Apropos, ich bin auch bei meinen Eltern eingeladen heute. Also gestern. Ja. Neben den Hühnern, die wir vorbereitet haben, habe ich noch das hier gekauft. Er holte einen Huhn, einen Hasen und ein großes Ei aus Schokolade sowie eine kleine Tüte mit weiteren Süßigkeiten hervor. Okay, der Mann hat einen Plan. Die beiden sollten lieber bald kommen, damit noch was für Tia übrig bleibt. Komm, dann lass uns mal mit dem Hasen beginnen. Wie wäre es, wenn wir ihn. Jetzt mal eine doofe Frage, Leute. Weil ich das Haus von Rayan nicht kenne. Also für diejenigen, die die Rayan-Route spielen. Sind hier auf dem Tisch normalerweise auch Figuren, die so aussehen wie Eier? Sagt mir das mal bitte. Ich weiß auch nicht, inwieweit sich die Wohnung verändert hat. Ich habe zwar damals einen Teil von einem Let's Play geguckt, aber ich glaube mal, die Rückwand hier war vorher noch nicht so. Und ich weiß nicht, ob das Sofa vorher auch schon mintfarben war? Naja. Wie wäre es, wenn wir ihn zwischen zwei Büchern unter dem Wohnzimmertisch verstecken? Oder hinter dem Sofa? Das ist das perfekte Versteck. Oder ich könnte ihn in den Obstkorb auf der Anrichte setzen. Das scheint mir tatsächlich alles relativ charmant. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie das hier am ehesten sehen wird, weil der Obstkorb ist ja doch relativ weit oben, da kommt sie selbst nicht dran. Ja. Gute Idee. Das ist ungefähr auf ihrer Sichthöhe. Da kann sie ihn sicher gut finden. Ja, siehste, geht doch. Okay. Sag mal, wieso ist das eigentlich bei allen Charakteren bisher so, dass sie einem sofort den Eindruck vermitteln, man hat es richtig gemacht, bis auf Cass, wo man sich einfach erstmal, obwohl man es richtig hat, schwarz ärgert, weil er irgendeine Reaktion von sich gibt, die einfach so wirkt, als wenn es falsch wäre. Das ist ja grausam. Okay, gleich geht's weiter.
So, Leute, ich bin jetzt gerade ultra multitaskingfähig und switche hier die ganze Zeit von Switch. Switche hier die ganze Zeit von Häschentag zu Rayen, weil ich gerade ein neues Video für Animal Crossing aufnehme nebenbei. Und das wird am Montag. Und nee, das kommt noch heute online. Heute ist viel mit Videos bei mir. Ist egal. Ja. Was kann ich euch hier sagen? Gar nichts. Ich lese einfach. Es ist wirklich toll, wie viel Mühe du dir mit deinem Allen gibst. Ich möchte eben, dass es schön wird. Rosa und ich sehen uns leider nicht so oft, wie wir es uns wünschen würden. Und ich habe irgendwie jedes Mal das Gefühl, dass Tia wieder 10 cm gewachsen ist, wenn ich sie sehe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade wenn Kinder noch klein sind, wachsen die so unendlich schnell. Das ist doch ganz normal. Du führst jetzt ein Café, ihr habt euer Studium beendet und ihr seid nicht mehr in derselben Lebensphase. Ja, das stimmt. Und Veränderungen gehören eben zum Leben dazu. Oder? Bevor ich wegen meines Praktikums von hier weggegangen bin, haben wir im letzten Jahr an der Uni so viele intensive Erfahrungen miteinander geteilt. Ich möchte nicht, dass wir uns immer weiter voneinander entfernen. Oder manchmal frage ich mich, ob sie sich nicht vielleicht einsam fühlt in dem großen Haus am Meer, so weit weg von all ihren Freunden. Glaubt mir, sie wird sich schon ab und zu mal einsam fühlen, aber ich meine, sie ist ja nicht alleine. Also sie hat Tia, um die sie sich kümmern muss und die ihr wahnsinnig viel Freude schenkt. Und sie hat Lay, also ich glaube nicht, dass das Rosa einsam ist. Ja, ich glaube, ich auch wieder vielen Dank an Marie, die das bestätigt. Ich hätte jetzt aber auch B genommen. Also wir haben schon so viel miteinander durchgemacht. Ich würde mir einfach wünschen, dass das nicht so schnell vorbeigeht. Und du tust, was du kannst, damit das nicht passiert. Das ist richtig. Gerade versteckst du zum Beispiel Schokohühner für ihre Tochter. Ja, das tue ich tatsächlich. Vielen Dank, Rayan, dass du mich daran erinnert hast. Rayan, 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 mein liebster Rayan. Weiter geht's mit dir. Gut, und wo verstecken wir jetzt dein Huhn? Oder dein Huhn? Oder? However this is supposed to be pronounced, nobody knows. Mal sehen. Vielleicht auf dem Balkon, direkt hinter der Scheibe. Da kommt es jetzt allerdings stark drauf an, was wir gerade für Wetter haben. Weil ich möchte natürlich nicht, dass das Ding draußen schmilzt. Oder in dem Blumentopf dort auf dem Boden. Oder zwischen Sabali und deinem Hund. Ach, das ist. Ah, ja. Ich hätte hier jetzt tatsächlich absolut gar keine Tendenz. Deswegen warten wir mal kurz, bis der Motorradfahrer vorbei ist. Deswegen vielen Dank an Marie für die richtige Antwort in dem Blumentopf. Das ist perfekt für Tias kleine Händchen. Ja, das glaube ich auch. Okidoki, zwei zum Glück. Ach so, dieses komische Dingens hier, das Strohhalm-ähnliche, gehört zur Tasche. Das macht Sinn. So, von dem Bild sehen wir bisher, dass Rayan offenbar mittlerweile eine Kette trägt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob er das schon immer getan hat. Und er hat ein Buch auf dem Schoß und offenbar ist das hier Tias Kopf. Dann gehe ich mal stark davon aus, dass Rayan ihr ein bisschen was vorliest. Aber wir werden es noch sehen.
Also lasst mich die 3 Stunden runterlaufen und lasst uns dann sofort weitermachen. So, 3 Stunden später bleibt noch das Schokoladenei. Im Kleiderschrank im Schlafzimmer oder auf dem Bett zwischen den Kissen oder wir könnten es zwischen den anderen Eiern auf dem Wohnzimmertisch verstecken. Keine Ahnung, um mal in einen anderen Raum zu gehen. Auf dem Bett. Auch wieder vielen Dank an Marie. Sah das schon immer so aus? Wie hübsch. Oh, guckt euch die Schühchen hier an. Die Elefanten sind süß. Perfekt, da kommt sie sicher gut dran. Ja, nicht schlecht. Ich werde auch noch schnell die anderen Süßigkeiten in der Wohnung verstecken. Kann das sein, dass die Dialoge mit Rayan echt extrem kurz sind? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mit Jon zum Beispiel viel länger waren. Naja, gleich auf jeden Fall der letzte Part noch. So, dass sie mal wieder für last but not least den letzten Teil von Rayan. Und ich bin sehr gespannt, wie er mit Tia umgehen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so gut vorstellen. Ja. Danke im Übrigen, Feli, für die Äpfel. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ich dir auch ein bisschen helfen konnte mit den Birnen und den Kirschen. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe in meinem letzten Video zu Animal Crossing New Horizons meinen Freundescode in die Infobox geschrieben. Also wer das Spiel auch hat und es auch einigermaßen spielt und wer Interesse hat, kann mich da gerne als Freund nehmen. Vielleicht, wenn ich meine Insel so weit fertig habe, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht mache ich dann auch mal ein Video, wo ich euch zu mir einlade. Na, mal gucken. Jetzt sind wir bei einem anderen Thema. Ich fürchte, ein paar davon werden wir erst nach mehreren Monaten wiederfinden. Deswegen sollte man sich eigentlich merken, was man tut. Oh, er hat bronzefarbenen Schmuck. Das ist mir bisher irgendwie auch nicht so wirklich aufgefallen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ihm dieses, diese Mischung aus Burgunderrot und Braunrot sehr gut steht, weil seine hellgrünen Augen dadurch noch mehr zur Geltung kommen. Also das Respekt an dieses Outfit. Ja, es ist doch das Tolle daran, wenn man Schokolade erst nach mehreren Monaten wiederfindet, dann kann man sie bestimmt noch essen. Ich könnte öfter hier in der Wohnung Schokolade verstecken. Die Ostereiersuche muss sich ja nicht nur auf Ostern beschränken. Ja, ist ein guter Vorsatz. Wir setzten uns aufs Sofa und warteten auf unsere Gäste. Danke, dass du die Schokolade gekauft hast. Das war wirklich sehr lieb von dir. Kein Problem, habe ich sehr gern gemacht. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du so einen Einsatz zeigst, obwohl es um meine Freundin geht. Oder du hättest deine Freunde ruhig auch zu der Ostereiersuche einladen können. Es fällt mir leider erst jetzt ein, dir das zu sagen. Okay. Ja. Oder vielleicht hätte ich auch Alexi morgen und die anderen einladen sollen? Auch hierbei hätte ich wirklich absolut keine Ahnung, was ich da sagen soll. Deswegen kann ich mich weiterhin nur bei allen, die es bisher in die Kommentare geschrieben haben, plus Marie bedanken, sollte eigentlich das hier richtig sein. Manchmal ist es auch gut, sich im kleinen Kreis zu treffen, um wieder eine engere Beziehung aufzubauen, findest du nicht? Yes. Jetzt sind wir doch eher mit allem fertig geworden als gedacht. Meinst du, es wäre sehr schlimm, wenn ich eins dieser goldenen Schokoeier dort auf dem Tisch essen würde? Ich erzähl's auch nicht weiter, versprochen. In dem Moment, als ich gerade in das Ei beißen wollte, klingelte Rosalia mit Tia an der Tür. Wo ist die Schokolade?
gut. Wartet hier. Zuerst mal sagt man Hallo. Hallo ihr beiden, danke nochmal für die Einladung. Schön, dass ihr kommen konntet. War die Fahrt sehr anstrengend? Noch bestimmt nicht. Es geht. Ich fahre die Strecke so oft, dass ich mittlerweile dran gewöhnt bin. Mama, ich habe Hunger. Tja, mein Schatz, wenn man Hunger hat, isst man keine Schokolade. Und du hast immer noch nicht Hallo gesagt. Oh, jetzt wird sie böse. Hallo. Hallo Tia, wie geht's dir? Gut, war der Osterhase da? Ja, und er hat auch etwas für dich dagelassen. Ach, Entschuldigung, müde. 0:24 Uhr, nicht gut. Möchtest du die Schokohühner suchen? Tia lief in der Wohnung umher und sah sich überall um. In der Pflanze. Ja, stimmt, gut gesehen, mein Schatz. Bravo, Tia. Mama, hinter dir. Tia lief zum Wohnzimmertisch. Zwischen den Büchern. Sie öffnete ein wenig die Verpackung und schnupperte an der Schokolade. Oh, nicht so schnell, da ist noch mehr. Wirklich? Ich glaube, du solltest vielleicht mal im Schlafzimmer nachsehen. Ich lächelte Rain zu. Ich werde so lange schon mal Tee und Kaffee vorbereiten und dann können wir was essen. Ich helfe dir. Tia hat in der Zwischenzeit auch das letzte Versteck zwischen den Kissen gefunden. Wir tranken Tee und Kaffee und aßen dabei von der köstlichen Schokolade. Ich kenne das Buch. Tia griff nach einem der Bücher unter dem Wohnzimmertisch. Wo die wilden Kerle wohnen? Ich liebe dieses Buch. Die Illustrationen sind von Maurice Sendak. Ja, ich glaube nicht, dass Tia das interessiert. Die Zeichnungen sind wirklich unglaublich. Ich sehe sie mir gern an. Hast du gesehen, Mama? Ja, wir haben dieselbe Geschichte zu Hause, aber nicht in so einer schönen Ausgabe. Sollen wir sie zusammenlesen, Tia? Aber nur mit Eiern. Tja. Rayan. Mit Rayan. Ja. Und noch bevor er etwas einwenden konnte, hatte sie sich schon an Rayans Seite gesetzt. Also, eines Abends schlüpfte Max in sein Wolfskostüm. Ah, okay, jetzt sieht man's hier auch. Sie nuckelt sogar ein Stückchen Schokolade. Hier, also anhand von dem, was man vorher schon sehen konnte, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass das, wo die wilden Kerle wohnen, wäre. Ich finde es wahnsinnig cool, dass das Bild tatsächlich Sabali und diesen Luftballonhund im Hintergrund haben. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das Bild ähnlich gut gefällt wie das von Jon und Tia. Sorry, auch wenn Rayan immer noch nicht wirklich mein Fall ist. Aber ja, nichtsdestotrotz ein schönes Bild, wirklich. Also, ich kann es wie immer nicht anders sagen. Ich hätte mir sowas tatsächlich auch mit Cass gewünscht, aber mit Cass ist man nun mal dem Fluch unterlegen, bekloppte Bilder zu bekommen. Was grundsätzlich nicht schlimm ist. Es ist ja auch lustig. Ach. Ich sag einfach nichts mehr. Okay. Oh, ich habe nicht weitergedrückt. Ich Depp. Ah. Mein Gewinn möchte ich natürlich noch haben. Mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Oh, ich glaube, ich muss alle diese T-Shirts kaufen. Verdammte Hacke. Okay. Ich kann es tatsächlich manchmal nicht ganz so gut lesen, aber hier steht auf jeden Fall: Where's the chocolate?
Where's the blueberry? Where's the mint? Where's the blackberry? Where's the cherry? Where's the grape? Where's the lemon? Das kann ich tatsächlich nicht so gut lesen. Müsste aber Strawberry sein. Where's the strawberry? Where's the orange? Und where's the almond? Sehr, 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 sehr cool, muss ich tatsächlich wirklich sagen. Und sehr, sehr, sehr schwer, sich jetzt zu entscheiden. Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf eins von den roten. Cherry oder Strawberry. Ich glaube, ich nehme das rötlichere. Oder? Ja, doch. Where's the cherry? Ja. Ich mache hier mal totales Durcheinander in diesem Outfit. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist wirklich extrem cool. Und so sehen wir nachher aus wie ein Minz, Mandel, also ich würde jetzt eher auf Marzipan gehen. Ein Marzipan-Mint Kirsch-Eis oder so. Also ich hätte gerne eine Kugel Marzipan, eine Kugel After Eight und eine Kugel Amarena-Kirsch. Ja, das wär's dann. Okay, jetzt werden wir uns noch anschauen, welcher der nächste Charakter ist, der uns in diesem Spiel erwartet. Und es ist Pia. Alles klar. Finde ich eigentlich ganz cool, dass wir mit Castiel angefangen haben und mit Nathaniel enden werden. Freut mich. Dann geht es auf jeden Fall morgen weiter mit der Route von Pia. Ciao, ciao, meine lieben Ananäschen.